Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie einige von Ihnen auch, hatte ich am Sonntag die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmyhal zu sprechen. Und er hat mir noch einmal geschildert, dass in sehr eindringlichen Worten, was zurzeit das Ergebnis dieses Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ist. Und Frau Mohammed Ali, man müsse mit Russland jetzt mal in Verhandlungen treten. Man müsse mit denen mal reden. Wissen Sie was? Alle Telefone sind immer offen. Aber die Wahrheit ist, Russland will genau das, was gerade passiert. Auch mit den Menschen der Ukraine. Das ist kein Versehen russischer Politik. Es ist Absicht russischer Politik, dass Menschen in der Ukraine sterben, meine Damen und Herren. Das ist das Fürchterliche an diesem Krieg. Das ist das Fürchterliche an diesem Krieg, Frau Mohammed Ali. Und wir spüren die finanziellen Auswirkungen. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Während in der Ukraine jeden Tag Menschen sterben, ihr Zuhause verlieren oder das Land verlassen müssen. Ich habe Ministerpräsident Schmyhal, wie viele von Ihnen auch in diesen Gesprächen, die Solidarität auch der Bundesrepublik Deutschland noch einmal zum Ausdruck gebracht. Und zur Einordnung dessen, was passiert. Russland, Wladimir Putin, führt einen physischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine, aber er führt eben auch ein Krieg mit Nahrungsmitteln und mit Energie gegen die gesamte Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Westen weiter zusammensteht, meine Damen und Herren. Deswegen ist es so wichtig, dass die NATO derzeit gestärkt wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mit unseren transatlantischen Freunden in diesen Tagen, auch was das Thema Waffenlieferung betrifft, auch was das Thema finanzielle Unterstützung der Ukraine betrifft, zusammenstehen. Der Zusammenhalt der westlichen Staatengemeinschaft ist die ganz zentrale Antwort in diesen schwierigen Tagen für die gesamte Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will als erstes auf das Thema, was in vielen Reden heute Morgen schon natürlich unterstrichen worden ist, nämlich die Energieversorgung, zu sprechen kommen. Die oberste Prämisse in den nächsten Monaten ist, die Preise an den Energiemärkten müssen sinken. Diese Preise, meine Damen und Herren, das muss man sehr klar aussprechen, sind für niemanden derzeit zu tragen, nicht für die privaten Haushalte in Deutschland, nicht für die Unternehmen, nicht nur für die energieintensiven Unternehmen nicht zu tragen, sondern selbst der Einzelhändler um die Ecke kann sich 20-fach höhere Stromkosten schlicht und einfach nicht leisten. Aktuell ist es etwa das Zehnfache, aber selbst das führt natürlich zu katastrophalen Entwicklungen, gerade in mittelständischen Unternehmen, meine Damen und Herren. Ja, das ist die Ausgangssituation. Und Herr Kollege Merz, ich fand Ihre Aussage sehr interessant, weil wir ja auch darüber sprechen müssen, um für die Zukunft zu lernen, was in den letzten Jahren passiert ist. Sie haben gesagt, diese Regierung trägt nicht allein die Verantwortung für die Abhängigkeit Russlands. Wissen Sie was? Diese Bundesregierung stellt sich der Verantwortung. Die Verantwortung in jedem Fall trägt diese Bundesregierung nicht, aber sie ist gewählt, um jetzt Verantwortung zu übernehmen. Und das tun wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist die Abhängigkeit Russlands vom Erdgas. Und dass es da keine leichten Antworten gibt, haben die Reden heute Morgen deutlich gesagt. Herr Merz, ich will auch daran erinnern, was Sie am 10. März diesen Jahres gesagt haben. Sie waren der erste Politiker aus der Unionsfraktion, der gesagt hat, man muss die Erdgaslieferung, die Energielieferung aus Russland sofort einstellen. Das ist das, Herr Merz, was Sie am 10. März gesagt haben. Das ist das, was Sie am 10. März gesagt haben. Niemand ist glücklich über diese Abhängigkeit. Sie ist eine ökonomische Katastrophe und auch geopolitisch für uns eine Herausforderung. Aber Herr Merz, zur Wahrheit gehört dazu, diese einfachen Antworten gibt es nicht. Weder das Einstellen der Erdgaslieferung noch jetzt irgendwelche Deckel, ich komme darauf gleich zu sprechen, sind die perfekte Antwort. Diese Bundesregierung, ich wiederhole es, stellt sich dieser Verantwortung, die Vorgängerregierung verursacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich sagen, was wir tun. Es ist über die Gasumlage viel gesprochen. Wir werden jetzt die Mehrwertsteuer auf diese Gasumlage noch einmal senken und sie zielgerichteter
richten, meine Damen und Herren. Denn es ist natürlich für viele Kunden, für viele Unternehmen geradezu eine Überraschung. Sie wussten bisher gar nicht, von wem der Lieferant das Erdgas bezogen hat. Es ist doch niemand verantwortlich zu machen, kein Unternehmen, kein Mittelständler, dass er russisches Erdgas über seinen Versorger bezogen hat und jetzt in dramatische Preissteigerungen kommt. Deswegen brauchten wir dort eine Umlage. Das ist das Thema Gasmarkt. Aber ich komme auch auf den Strommarkt zu sprechen, der hier auch viel besprochen worden ist. Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis, dass auch in der Frage der Weiternutzung der Kernenergie meine Partei eine Auffassung dazu hat, auch was die drei bestehenden Kernkraftwerke betrifft. Aber genauso richtig ist es, dass wir jetzt an diesem Strommarkt etwas tun. Und deswegen ist die Entscheidung des Koalitionsausschusses, sich für eine Strompreisbremse nicht nur einzusetzen auf europäischer Ebene, sondern gegebenenfalls national auch diesen Schritt zu gehen, das bestehende System der EEG-Umlage zu nutzen, damit die Strompreise in Deutschland für alle Menschen, für alle Unternehmen nach unten gehen. Das ist die richtige Antwort in dieser Krise, auch wenn sie ordnungspolitisch nicht leicht ist. Das sage ich ganz offen, aber es ist die richtige Antwort in dieser Krise, dass die Strompreise so runtergehen, meine Damen und Herren. Das ist unendlich wichtig als Signal in die Märkte und an die Unternehmen in Deutschland. Und Herr Merz, was schlagen Sie denn vor? Denn die Problembeschreibung, auch die Abhängigkeit von Russland, da sind wir ja einer Meinung. Aber was haben Sie denn vorgeschlagen? Für den Strommarkt haben Sie sehr konkret vorgeschlagen. Ja, Sie waren ja auf der Zugspitze. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Papiers, ob es bisweilen auch mit der dünnen Luft da oben zusammenhing. Sie haben vorgeschlagen für den Strommarkt das spanische Modell. Sie sagen, es braucht einen Gaspreisdeckel an der Stelle, und das Erdgas soll aus dem Strommarkt herausgenommen werden. Wir wissen übrigens gar, wir sehen gerade, was in Spanien passiert. In Spanien finanzieren die spanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gerade den Stromexport nach Frankreich, meine Damen und Herren, um den Strom an der Stelle billiger zu machen. Das kann doch kein Modell für Deutschland sein, dass unsere Steuerzahler dann am Ende des Tages subventionierten Strom bezahlen und das über den Bundeshaushalt. Herr Merz, das ist keine Option für Deutschland. Die Strompreisbremse ist die richtige Antwort, und deswegen hat die Bundesregierung diese auch getroffen. Und zweitens. Beim Gasmarkt schlagen Sie in Ihrem Papier von der Zugspitze vor einen Gaspreisdeckel. Wissen Sie, wer den gerade verteidigt hat? Frau Mohammed Ali von der Linkspartei. Also Sie sagen, am besten soll das über den Bundeshaushalt geregelt werden. Der Bundeshaushalt wird dann die Differenz dieses Deckels im Vergleich zum Marktpreis tragen, meine Damen und Herren. Mit Ihren Vorschlägen suggerieren Sie eines, nämlich dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die gestiegenen Energiepreise decken können. Ich sage in aller Klarheit, ja, wir werden an diesen Märkten Veränderungen vornehmen. Aber eins gehört zur Wahrheit dazu. Der Staat, die Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der kann diese Energiepreise nicht einfach schultern. Das würde die staatliche Gemeinschaft in Deutschland überfordern. Diese Wahrheit muss man aussprechen. Alles andere, Herr Merz, ist eine Illusion. Ich will das deutlich an dieser Stelle sagen, liebe Kollegen. Und ich habe es vorhin gesagt, Putin hat diese Krise ausgelöst, aber wir wissen doch alle, dass der Reformstau in diesem Land angesichts dieser Krise wie unter einem Brennglas deutlich wird, meine Damen und Herren. Deutschland ist bei der Digitalisierung hinterher. Wir sind beim Klimaschutz hinterher. Wir haben viel Geld dafür ausgegeben in den letzten Jahrzehnten, aber wenig erreicht am Ende des Tages. Die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist gefährdet wegen zu starker Abhängigkeiten. Es muss mal gesagt werden, wir sind in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten aus vielen Dingen ausgestiegen, meine Damen und Herren, aus vielen Technologien ausgestiegen. Aber wir hätten zum gleichen Zeitpunkt mit aller Macht auch in neue Technologien einsteigen müssen, meine Damen und Herren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht in dem Maße vorangekommen. Aber vor allen Dingen der Ausbau, dass er konventionelle Energie hätte ersetzen können, meine Damen und Herren. Wo war denn der Einsatz seinerzeit für den Ausbau der Stromnetze? Wo war denn der Einsatz seinerzeit für die Grundlastfähigkeit auch erneuerbaren Energien? Das muss doch die Zukunft sein. CO2-neutral, aber gleichzeitig tragbar für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, meine Damen und Herren. Da sind die Fehler gemacht worden. Für Sie waren Erneuerbare ein Feigenblatt im Landschaftsbild. Für uns sind die Erneuerbaren die wirtschaftliche Grundlage der Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das auch einmal deutlich zu sagen. Und ich komme zu den, neben den Dingen, die wir an den Märkten tun müssen, ich habe das unterstrichen. Ich komme zum Entlastungspaket, zum dritten Entlastungspaket, das der Koalitionsausschuss am Wochenende erarbeitet hat.
Als erstes, der Inflationsausgleich für die arbeitenden Menschen in diesem Land steht an oberster Stelle in diesem Paket und das richtigerweise. Und auch da muss ich noch einmal auf das eingehen, was Sie, lieber Herr Kollege Merz, in Ihrer Rede gerade gesagt haben. Sie haben gerade in Richtung der Bundesregierung behauptet, das stünde ja eh im Gesetz. Das würde sozusagen ja eh automatisch, also wir hätten einen Gesetzestext aufgeschrieben. Ich würde ganz gerne eine Wette eingehen. Ich möchte den Paragraphen im Einkommensteuergesetz gerne sehen, Herr Merz, wo das, was Sie behauptet haben, drinsteht. Die Wahrheit ist doch, die Union hatte nie den Mut, den Abbau der kalten Progression in das Einkommensteuergesetz zu schreiben. Die Wahrheit ist, das, was Sie hier behaupten, ist schlicht falsch. Ja, andere europäische Länder machen das. Deutschland macht es bedauerlicherweise bisher nicht. Und weil das nicht der Fall ist, wird diese Ampelkoalition die hart arbeitende Mitte in Deutschland entlasten. Ein ganz wichtiges Signal des Koalitionsausschusses, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden natürlich auch um diejenigen kümmern, die nicht im Arbeitsleben sind, um die Rentnerinnen und Rentner, um die Menschen in Ausbildung, um die Studierenden und Studierende mit einer weiteren Energiepauschale. Wir werden das Kindergeld erhöhen. Wir werden die Homeoffice-Pauschale im Steuerrecht entfristen. Wir senken die Umsatzsteuer auf Gas. Ich erwähnte es vorhin. Wir setzen den CO2-Preis, die Erhöhung zum 1. Januar aus, damit die Menschen und Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden. Die steuerliche Absetzbarkeit der Rentenbeiträge, das Thema Doppelbesteuerung von unionsgeführten Bundesregierungen nie gelöst, wird diese Bundesregierung lösen. Meine Damen und Herren, und es wird ein bundesweites Nahverkehrsticket geben. Und da es ja manche Bundesländer in Deutschland gibt, in denen die Union entweder den Ministerpräsidenten stellt oder mit in der Bundesregierung ist, habe ich folgenden Appell für Sie. Anstatt hier hin und her zu reden, unterstützen Sie den Verkehrsminister Volker Wissing bei diesem revolutionären Vorhaben, ein digitales Deutschlandticket bundesweit anzubieten. Da müssen die Länder jetzt über ihren Schatten springen. Es wäre eine Revolution für unseren öffentlichen Personennahverkehr, genau das zu tun, meine Damen und Herren. Also, es sind die Familien der Mitte, aber auch diejenigen, die es schwer haben, die von diesem dritten Entlastungspaket entsprechend profitieren, meine Damen und Herren. Und jetzt habe ich mir auch an der Stelle noch mal angeschaut, was auf der Zugspitze so passiert ist und was in den letzten Tagen gesagt worden ist. Herr Merz sagt ja, das waren richtige Schritte. Ich anerkenne, dass Sie sagen, auch Entlastung, kalte Progression und manches mehr sind richtige Schritte, denen wir als Regierungskoalition gehen. Ich habe mir angeschaut, was Sie fordern. Sie haben es eben hier noch mal wiederholt. Für das untere Drittel der Einkommen eine Pauschale von 1.000 Euro. Das macht etwa 16 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt. Für jedes Kind einmal noch mal 1.000 Euro. Das sind etwa 5 Milliarden für den Bundeshaushalt. Und der vorgeschlagene Gaspreisdeckel, meine Damen und Herren, der wird etwa 38 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt machen. Ich will mich nicht auf den Euro festlegen, meine Damen und Herren. Ich habe das aber mal zusammengerechnet, was Sie offensichtlich nicht getan haben. Wir reden hier über 50 Milliarden Euro zusätzliche Belastung für den Etat, für den Bundeshaushalt, meine Damen und Herren. Ich frage, wer soll das bezahlen? Sie fordern einen Gaspreisdeckel anstelle einer Umlage. Ich frage, wer soll das bezahlen? Sie fordern eine Subventionierung der Gasverstromung als Unionsfraktion anstelle der Strompreisbremse. Ich frage, wer soll das bezahlen, meine Damen und Herren? Der Gaspreisdeckel, wo Sie einig sind mit der Linkspartei, soll aus dem Haushalt finanziert werden. Aber die sind wenigstens so ehrlich und sagen, dass sie die Schuldenbremse eh abschaffen wollen, meine Damen und Herren. Die Stabilität unseres Landes ist in diesen Tagen gefragt. Und eines, das will ich zum Schluss sagen, darf auf gar keinen Fall passieren, indem wir den Bundeshaushalt selber überfordern, indem wir eine expansive Geldpolitik und Ausgabepolitik am Ende des Tages machen. Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass wir die Inflation durch den Haushalt zusätzlich anreizen. Und Frau Präsidentin, ich komme jetzt zum Schluss und will noch eine Anmerkung machen in aller Kürze. Und da habe ich mir angeschaut, was Sie noch vorschlagen. Sie schlagen vor, eine Abwrackprämie für Haushaltsgeräte. Das klingt ja erst mal nett, aber ich frage mich, welcher Ökonom in der gesamten Welt ist zurzeit auf der Empfehlung, dass er sagt, wir müssten in Zeiten der Inflation Nachfragepolitik zu machen, anstatt Angebotspolitik. Ich habe vorhin erwähnt, was die Bundesregierung alles macht. Aber mit Verlaub, Herr Merz, ökonomisch sind Sie doch gerade auf der Fehlspur. Ökonomisch laufen Sie doch falsch. In Zeiten der Inflation muss man doch Angebotspolitik machen, Planungsbeschleunigung tun wir, Digitalstrategie, die Gigabitnetze, die Bildung, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur.
Infrastruktur, mehr Freihandelsabkommen und mehr Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren. Ökonomisch, und ich hätte fast nicht geglaubt, dass ich das jemals aussprechen werde, ökonomisch sind so manche Jungsozialisten in der SPD zurzeit marktwirtschaftlicher unterwegs als die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, es reicht nicht, wenn man nett zur Präsidentin sagt, ich sag mal noch was. Aber ich weiß ja, dass die FDP-Fraktion sehr flexibel auch bei Redezeiten für die kommenden Kolleginnen und Kollegen ist. Und Sie werden das gleich klären. Wir hier zusammen. Ich gebe jetzt das Wort an Alexander Dobrindt für die CDU-CSU-Fraktion.